Hallo zusammen, willkommen bei Sie werde Chef. Heute zeige ich euch mal was nicht aus dem Sous-Vide-Garer kommt und auch nicht im Beefer war. Und zwar gibt es heute Hazelback Zucchini. Da benutzen wir die Zucchini, um sie ein bisschen aufzuschnippeln und ein bisschen Käse und ein bisschen Bacon reinzumachen, damit sie auch nicht 100% vegetarisch wird. Dazu gibt es noch, für die Leute, die auch vielleicht nicht so die Zucchini-Lover sind, gibt es Kartoffeln. Wir sagen mal à la Chef. Und zwar wird die Kartoffel ähnlich wie die Zucchini auch aufgeschnitten, mit ein bisschen Bacon gefüllt. Dann geht das alles zusammen in den Backofen. Und wenn das alles gebacken ist, dann in den letzten Minuten streuen wir noch ein bisschen Käse drüber, um das Ganze noch ein bisschen ungesünder zu machen. Soweit dazu. Wie das Ganze aussieht, gibt es einmal ein Bild hier für die Hazelback Zucchini und ein Bild hier für die Kartoffeln à la Chef. Das Rezept kommt wie immer mal in die Infobox unten drunter und schon geht's los. Zur Vorbereitung der Kartoffeln à la Chef haben wir die schon mal ein bisschen vorgegart. Die waren jetzt für 15 Minuten im Dampfgarer. Alternativ wäre auch eine Viertelstunde im Kochtopf nochmal ganz gut oder beziehungsweise ein bisschen vorkochen. Jetzt schneiden wir Stücke in die Kartoffeln, also so, wir ritzen die quasi ein. Das gleiche machen wir dann auch mit der Zucchini. Danach gehen sie in den bereits vorgeheizten Backofen für 200 Grad für circa eine halbe Stunde. Wir schneiden die Kartoffeln jetzt einfach ein. Wir versuchen dabei, nicht ganz bis unten hin durchzuschneiden. So, wir haben jetzt hier 3 bzw. 4. Das hier vorne ist der Iberico, der wird aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch hergestellt. Ist ein spanischer Käse. Dann haben wir noch jungen Cheddar, also hellen Cheddar, den etwas älteren, den dunkleren Cheddar und den Bergkäse. Und daraus schneiden wir jetzt einfach dünne Scheiben, wie es im Rezept auch drin steht, um das hinterher in die Zucchini einzufüllen. Bei der Zucchini schneiden wir dünne Scheiben rein und dabei darauf achten, dass man nicht ganz bis nach unten hin durchschneidet. Dann bestreichen wir die Zucchini, versuchen auch dann so ein bisschen schon was in die Zwischenräume reinzukriegen. So, ist alles jetzt ordentlich mit Olivenöl eingerieben, auch die ganzen Zwischenräume. So, was auf die Seite schieben. So, nach 30 Minuten sehen die Kartoffeln bereits so aus. Für die Kartoffeln à la Chef ein paar Frühlingszwiebeln drüber. Ich habe ein bisschen Cheddar und, kann man das gar nicht richtig erkennen, ein bisschen Cheddar und ein bisschen Bergkäse gerieben. Der kommt jetzt hier oben drüber. So, das sind die Zucchini.
Die werden wir jetzt, wie es im Rezept steht, füllen mit ein paar Käsescheiben und ein bisschen Speck. Jetzt haben wir alle Zucchinis vorbereitet, wir haben überall Käse, ein bisschen Speck und auch ein, zwei Scheiben Chorizo dazwischen gepackt. Wir bestreuen das Ganze jetzt noch mit den Frühlingszwiebeln und dann geht es nochmal für weitere 10 Minütchen geht es dann nochmal in den Ofen rein.